Die Nacktszenen der Promis. Während manche Zuschauer peinlich berührt wegschauen, sehen manche Fans erst recht hin. Wir haben für euch ein paar prominente Beispiele herausgepickt und verraten euch, wie die Stars mit den Nackedei-Dreharbeiten zurechtkamen. Starten wir doch einfach mit der Game of Thrones Beauty Emilia Clarke. Dass bei dem Fantasy-Epos gerne mal die Hüllen fallen, ist kein Geheimnis. Und so oft das passiert, scheint Emilia, die in der Serie die Rolle der Daenerys Targaryen verkörpert, inzwischen ihre Methode gefunden zu haben. So erklärte sie 2016 im Interview mit Entertainment Tonight, dass sie versucht, dabei an Beyoncé zu denken und sich super stark zu fühlen. Übrigens, HBO, der Sender der Erfolgsserie, bestätigte im Oktober 2018, intime Szenen aller Produktionen mit einem sogenannten Intimitätskoordinator drehen zu wollen. Einfacher wird es sicherlich auch, wenn man einen Drehpartner wie den 50 Shades of Grey Star Jamie Dornan mit am Set hat. Bei den Dreharbeiten zur Nackedei-Reihe von Autorin E.L. James war es der Schauspieler, der den Körper von Kollegin Dakota Johnson nach Ende einer Szene verdeckte. Ein echter Gentleman eben. Und wer sich jetzt denkt, hey, was ist eigentlich mit den deutschen Schauspielern? Dem können wir ebenfalls einen Film ans Herz legen. In 100 Dinge präsentieren sich die Leinwandlieblinge Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz in ihrer ganzen Pracht. Ein Glück, dass die zwei auch Privatbuddies sind. Für Schauspielerin Annie Rossum ging es am Set der Serie Shameless ziemlich verstörend zu. Sie bekam während eines Nacktdrehs, der in einem Gefängnis spielte, eine Panikattacke, wie sie 2014 im Gespräch mit HuffPost Live verriet. Ich habe mich auf eine seltsame Weise noch nie so entmenschlicht gefühlt. Kleiner Trost, die Szene hat es am Ende trotzdem in die Serie geschafft. Na, immerhin. Für Hollywood-Star Jennifer Lawrence sind Nacktszenen dagegen noch ein ziemlich neues Terrain. Laut eines Statements gegenüber Ellen DeGeneres wollte sich die Schauspielerin eigentlich nie für eine Rolle ausziehen. Doch jetzt kommt das große Aber. Wer Red Sparrow gesehen hat, der weiß, Jennifer hat sich offensichtlich umentschieden. Warum denn das? Ich habe den Charakter geliebt und wollte es nicht wegen meiner komischen Unsicherheiten verpassen, erklärte sie 2018 ihren Sinneswandel. Beim Sprung über ihren Schatten half Jennifer sicherlich auch die Crew, die sie bereits von der die Tribute von Panem-Reihe kannte. Aber bei all dem Gerede über Hollywoods FKK-Queens haben wir ganz die Herren der Schöpfung außer Acht gelassen. Denn natürlich gibt es auch einige FKK-Kings, die sich bereits vor laufenden Kameras entblößt haben. So zum Beispiel Hollywood-Hottie Ryan Reynolds, der im Film Deadpool eine Nacktkampfszene zu bewältigen hatte. Und auch Harry Potter-Star Daniel Radcliffe zeigte sich, wie Gott ihn schuf. Aber nicht nur an einem Drehtag zog der Brite blank, Abend für Abend spielte er am New Yorker Broadway vor ausverkauftem Haus Hüllen los seine Rolle und löste damit bei den Potterheads 2007 einen Aufschrei aus. Kritiker lobten jedoch seine Performance und so schaffte es der Schauspieler auch, sich von seiner Rolle als Zauberlehrling zu lösen. Gerne mehr davon, liebe Hollywood-Nackedeis!